Wir wollen uns heute das Thema Steignat einmal angucken, da es verschiedene Möglichkeiten gibt, in dieser Zwangslage zu schweißen. Wie ihr ja wisst, kämpfen wir bei einer steigenden Position oder einer steigenden Schweißnaht immer gegen die Schwerkraft. Wir müssen den Wurzelfußpunkt aufschmelzen. Wir müssen eine bestmögliche Optik der Naht erreichen, ohne Einbrandkerben. Nicht zu viel Schweißgut und es darf nicht unterwölbt sein. Diese ganzen Faktoren gilt es zu überwinden. Und wir wollen euch nun zwei verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie man diese Verbindung schweißen kann. Einmal mit der altbewährten Tannenbaumtechnik und ebenfalls mit dem digitalen Prozess von EWM Positionweld. Wir schweißen jetzt die Tannenbaumtechnik, wo es zwei verschiedene Varianten von gibt. Einmal die Triangeltechnik und einmal die Zickzacktechnik. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist diese besagte Triangeltechnik. Die Schweißbewegung erfolgt da dreiecksförmig. Man fährt kurz zur Seite, wieder in die Mitte und dann zur anderen Seite. Also die Bewegung eher ruhig, aber dafür kontrolliert. Man hat dadurch eine sehr gute Kontrolle des Schmelzbades. Man hat eine bessere Einbrandtiefe, eine gleichmäßige Wurzelbildung und ist vor allem gut für dickeres Material und Kehlnähte. Also als kurze Beschreibung, wie die Zickzacktechnik funktioniert. Wie ihr seht, läuft die Bewegung seitlich hin und her, ohne diesen typischen Stopp, den man bei der Triangel hat. Die Vorteile davon, man ist schneller als bei der Triangel, weil diese Rückbewegung fehlt. Das ist gut für dünneres Material. Wir haben eine einfache Bewegung und ein flüssiger Materialaufbau. Wie ihr jetzt seht, haben wir beide Applikationen mal geschliffen, also einen Makroschliff erzeugt, um euch zu zeigen, dass wir den Wurzelfußpunkt sicher erreicht haben. Um dieses große Ahrmaß, was wir durch die beiden Triangel- und Zickzack-Methoden erzielen, um dieses wegzulassen bzw. kleiner zu werden und auch schneller schweißen zu können und egal in welcher Position, haben wir den Prozess Positionweld entwickelt, der mit zwei verschiedenen Energien im Wechsel funktioniert. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das aussehen wird. Wie ihr seht, haben wir hier bei Positionweld einen Wechsel zwischen zwei verschiedenen Energien. Einen niedrigeren Energieeintrag und einem höheren Energieeintrag. Und wie ihr seht, bleibe ich bei dem hohen Energieeintrag immer kurz stehen, um das Material, was ich bei dem niedrigen Energieeintrag einbringe, zu kletten. Also wir können einfach gerade nach oben schweißen. Wir brauchen keine Bewegung mehr nach rechts, nach links, zur Mitte hin, Tannenbaumtechnik. Nein, wir können einfach, wie wir es gewohnt sind, unsere Naht von Anfang bis Ende durchziehen. Jetzt in der steigenden Position oder über Kopf, das ist komplett egal bei Positionweld. Wir können beide Positionen mit dem gleichen Parameter schweißen. Man hat dadurch eine sehr gute Kontrolle des Schmelzbades und den ganzen Draht, den wir in flüssiger Form in den Prozess mit einbringen. Und ob der Wurzelfußpunkt dort umgeschmolzen ist, seht ihr jetzt einmal von der steigenden und von der Überkopfnaht die Schliffe. Und natürlich ist Positionweld nicht einfach nur für Stahl. Wir haben ebenso die Möglichkeit, den Positionweld für Aluminium anzuwenden, für Edelstähle und.